Hey Leute, hier ist einmal mehr der Saar und heute, nee, den trinke ich jetzt nur mal so. Zum Wachwerden, heute geht es um Knoppers. Voll geil, oder? Knoppers, Kokos. Kokos, Knoppers, Kokos, das ist voll der Zungenbrecher irgendwie, ne? Und es ist die Sommeredition. Geil, ne? Dabei ist noch nicht mal Sommer. Bin mal sehr gespannt, wie das schmeckt. Ich kenne die schon mein Leben lang, morgens 9:30 in Deutschland. Damals war man ernährungstechnisch noch nicht so, ja, ich verkneife mir jetzt das Wort. Und jetzt probieren wir einen Kokosknoppers. Kokosknoppers. Ah. Scheint wohl eine Schicht Kokos zu sein und die andere Milch. Ey, ist ja mal voll geil. Richtig geil. Das ist immer sowas von geil. Hey Leute, ich hätte es eigentlich nicht so sehr gedacht, aber das ist der Oberhammer. Wisst ihr, wie das schmeckt? Es schmeckt wie ein Raffaello sozusagen, ne? Gemischt mit Knoppers. Es hat so diese richtig geile Milchigkeit. Und eine Schicht davon, das wird wohl Kokos sein. Das sind ja zwei weiße Schichten. Und einfach geil milchig. Ich stehe auf so milchige Sachen. Ich bin jetzt nicht so der Fan von viel Schokolade, sondern eher so milchige Cremes und so. Okay Leute, das war's schon wieder. Ich muss ja mal ein paar Klicks generieren. Ich kann leider nicht nur exotische Sachen machen, sonst stößt nie irgendjemand auf meinen Kanal. Und dann kann ich nur noch sagen, ciao Leute!